Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hatte Mythos und wir spielen wieder Forager. Ich habe schon mal zu allen Inseln eine kleine Brücke gebaut und habe hier drüben den Maintenance aufgestellt. Ja, wir haben jetzt hier halt einiges zu tun. Vor allem haben wir ja verschiedene Rätsel. Ich gehe mal davon aus, dass das die Juwelen sind. Das sieht nämlich danach aus. Das heißt, wir holen mal von jedem Juwel einfach mal eins. Machen hier mal so einen Weg durch. Da muss ich ja sowieso hierher. Lass mich kurz gucken. Hier drüben sind die. Ich habe natürlich von jedem welche. So. Das müssten rein theoretisch die Dinger sein. Piu. Das ist relativ einfach. Rot. Grün. Gelb. Was haben wir als Orange? Lila. Relativ leicht. Das ist aber sehr offensichtlich. Ein Zylinder. Münzen sind 50% mehr wert. Okay. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier das. Was ist das? Ah, das ist relativ einfach. Unten ist höchste, nee, tiefste, ne? Eins, zwei, drei ist dann. Ich muss mal probieren. Wenn ich sage, das ist, ich muss überlegen, was hoch und was tief ist. Ist das, was oben ist hoch? Oder das, was unten ist hoch? Wie war denn das? Ich glaube, unten ist tief, ne? Das heißt, ich mach. Das ist die höchste. Also höchste. 1, 2, 3, 2, 2. 1, 2, 3, zack, zack. Okay. Okay, okay. Und wieder eine Mumpel. Nice. Wieder ein Rätsel wäre weniger. So, dann kommen wir mal zu dem Haufen hier. Oh, was wir an Ausdauer verbrennen. Hier geblieben. Und noch eine Mumpel. Ey, die gibt's ja hier wie Sand am Meer, die Dinger. Gut, ich meine, ich habe da kein Problem mit, ne? Bam, 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 bam. Wir haben gleich wieder Level up, Mann. Also, wenn wir jetzt in dieser Folge noch ein Level schaffen, dann sind wir echt gut. Easy. Und wieder so ein Teil. Nice. Richtig, richtig geil. So, dann haben wir hier oben noch das Ding. Ne, gehen wir erstmal hier nach rechts. Da habe ich gerade Mist gebaut, wie es aussieht. Ah, okay. Okay. Da waren wir tot. Okay, das ist nicht so gut gelaufen, würde ich mal behaupten. Das erste Mal tot. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie wir da rankommen, wa? Ach, damit kann man die weg... LOL, man kann die damit wegmachen. Und dann... Ja, wie viel Mumpeln es hier gibt. Wie viele! Hammergeil! Also da man Erfahrungspunkte immer umsonst bekommt... Ja, immer. Würde ich sagen, ich mache keine, wie soll ich sagen? Mach dahingehend nichts damit. Ne? Werde also die Mumpel nur dafür benutzen, Ausdauer und HP zu pushen. Geh mal davon aus, dass es irgendwann ein Maximum gibt. Wisst ihr, was der Witz ist? Das erinnert mich stark an Breath of the Wild. So, jetzt kann ich ein bisschen failen. Alle Islands verbinden, ja. Das Geile ist, wir haben jetzt hier ein riesen Island, das wir zum Graben benutzen können, ja. Ja, fast schon schade, dass das alles so schnell vorbei war, Mann. Das waren relativ einfache Rätsel. Weißt du, und da plagen mich diese blöden Rätsel, die ich immer noch nicht gelöst habe.
das eine halt im Endeffekt. Das mit der Galaxie. Das andere, gut, das fehlt auch noch, klar, aber... Oh ja, Sand, 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 Sand. Ich brauche ganz viel Sand. Ganz viel Sand. Ich muss noch irgendwas haben, um Gegner instant killen zu können. Das fehlt noch. Da muss man uns noch was einfallen lassen. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir haben ja bald Level Up. Ich habe auf jeden Fall die... irgendwas war mit meinem Daumen. Klack, 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 klack. So, hier machen wir auch einen Laser hin. Dann bleiben alle Inseln sauber. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, und der komische Typ, den wir suchen, der ist hier unten, ne? Jetzt kann ich ein bisschen rangehen und tanken hier. Und dann möge er mal erzählen. Diese Arbeit ist kompliziert, also wirst du es nicht verstehen. Aber Fabriken brauchen Stahl zum Herstellen. Cooler Dinge. Hier ist deine Belohnung, Kindchen. Eine Kiste und aufmachen. Oh. Heiliges Relikt. Fügt nahen Skeletten und Dämonen Schaden zu. Ah. Okay. Cool. Und eine Fabrik umsonst. Die nehmen wir mit. Bleibt hier nicht stehen. Unser mehr Platz jetzt hier zum Spawn. Cool, 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 cool. So, das macht also. Ja, okay. Das heißt, ich kann irgendwo Knochen farmen. Soll ich sagen, AFK. Das wird nichts bringen, aber es könnte ich. Hier, Mann. Awesome. Der gibt das eine Menge EP. Fürs Kill dieser Pansen. Ist das geil, Alter. Also das Spiel macht echt Laune. Und ich hoffe, dass sie das schön weiterentwickeln. Oder eher. Ach, das ist so schön. So, das ist die Frage Architektur, Optik, dem Leuchtturm, das habe ich immer noch nicht, also Lichtradius, na gut. Landkauf ist billiger, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ja. Alle Münzkosten um 15%. Ich weiß nicht, was hier unten alles noch kommt. Hol mir mal das. Wir wollten ja mal diese eine Quest abschließen, dafür brauchen wir das Ding auf jeden Fall. Expertentrank, gut. Wir haben noch nicht mal... Alchemie im Endeffekt. So, der Laser ist nicht allzu stark, aber dafür, dass uns Skelette keinen Schaden machen können, ist das schon eine nette Sache. Nette Skelette. So. Das Gute ist, ich merke sofort, wenn Dämonen dagegen sind. Weil ich ja dann automatisch damit, das trigger. Ich guck jetzt nur mal fix die Islands ab, was wir so haben. Und hier alles so ein bisschen zwiebuchert ist und was nicht. Die Prinzessin ist ja auch fertig. Zack. So. Wird's fast mal Zeit für eine neue Spitzhacke. So, da jetzt alles automatisch eingestellt ist. Wie oft ich das Huhn verfehlt habe. Wie oft. So, das läuft ja alles noch hier. Es ist sehr interessant. Brot. Was heißt ein Brot? Keiner weiß das, oder? Ich stell mal 13 her, dann esse ich die, dann ist das Mehl weg. So, was haben wir jetzt? Sand. 23 mal Sand herstellen, das ist mir zu wenig. 44 Landauffüllung auf jeden Fall.
War ich 100 Angriffen aus? Ja, hab ich. Güte. So, jetzt kann ich hier nämlich die ganzen alten Dinger wegmachen, die keiner mehr braucht. Wenn ich sie dann treffen würde. Aber so komme ich auch wieder an Fleisch jetzt. Ich muss bloß Hühner töten im Endeffekt. Piuh. Das Problem ist, dadurch, dass der Bildschirm so wackelt, verliert man gerne mal seinen Fokus. Das ist echt komisch. Ich sollte essen. Ja, ist ja gut. Ja, Brot gibt jetzt gar nicht so wenig, aber das anzubauen, das ist mir einfach zu umständlich. Ein Mehl machen und sowas. Also, wenn ich alle Ländereien habe, dann werde ich das irgendwann so umbauen, die Inseln, also, dass ich im Grunde alles abgedeckt habe mit Mining-Lasern. Ja, das bedeutet, dann habe ich halt immer sehr viel Material, was automatisch abgebaut wird, weil es immer wieder passt. Ne, da müsste ich halt oben in der Ecke anfangen, das halt ideal abzustellen und dann halt immer so weiter und so weiter und so weiter. Dafür muss ich halt auch erstmal alles mit Dings vollbauen dann. Bäh, bäh, bäh. Klopp. Es müsste bald soweit sein, dass ich eigentlich... Hupsi. Ah ja, ist ja nicht so schlimm. Nee, dass ich eigentlich mal weiter craften kann. Mal ein bisschen Elektronik und so bauen. Da war doch was. Ich wollte doch die Dingsbums da bauen. Da. Ist irgendwas dabei, was ich hier spenden kann? Ich glaube nämlich nicht, ne? Doch, hier ein paar Pumpkins. Da fehlt bloß noch diese Rolle. Hier fehlen im Endeffekt eine ganze Menge Tränke. Kochen, da kann ich Brot reinjacken. Das ist schon mal ganz geil. Da habe ich noch nichts getan. Hier habe ich noch kein weiteres Artefakt. Da bräuchte man Milch oder... Pepperoni müsste ich haben. Pepperoni müsste ich haben und Milch ist halt... 50 Gläser machen halt, ne? Das ist es wieder. Das müsste doch dann folgendermaßen gehen, ne? Genau. So, was ist denn hier alles überflüssig? Schon wieder so viel Zeug von allem hier. Das ist nur Schwert, du bist kaputt. Das dauert alles hier. Obwohl wir schon so viel Gutes haben, dauert das alles relativ lang. Ich habe schon wieder unheimlich viel Kohle. Gut, das Herstellen bringt nichts mehr. Wir haben aber wieder Geld, um Land zu kaufen. Guck mal, da ist noch eine Zwischeninsel, die wir noch nicht gemacht haben. Da-da-da-da-da. Mann, zu blöd zum Treffen. Okay, dann haben wir hier Erweiterung, Erweiterung. Dann ist das Ding immer frei. Komischer Jester-Typ. Ich heiße Hopfrog und heiße... Ach ja. Ich frage mich, wie viel du über Forager weißt. Spielen wir ein Trivia-Minispiel. Bei einer richtigen Antwort bekommst du super seltene Belohnungen. Legen wir los. Unter der echte Name von Prinzessin bla 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 bla. Falsch. Okay. Neuer Versuch. Was ist 2×8? Das müsste eigentlich 16 sein. Das steht hier bloß nicht. Gelb. Ach, so knapp. Okay, nächste Frage.
Wie viele Gegner hast du bisher besiegt? Alle. Das nenne ich mal falsch. Okay, alles klar. Keine Sorge, die nächste weißt du bestimmt. Was ist der Sinn des Lebens? Forager spielen. Hast du das überhaupt versucht? Nächste Frage. Wie werden Videospiele gemacht? Nerds im Keller mit Magie und Kaffee. Das hast du leider nicht gewusst. Okay. Kein Ding, nächste Frage. Wie wirst du Forager bewerten? Positiv. I like it. Falscher geht's nicht. Wie jetzt? Machen wir weiter. Okay. Shovel Knight war ein bahnbrechendes Spiel. Dem stimme ich zu, tatsächlich. Es ist nicht mal annähernd richtig. Doch. Dieses Minispiel liegt dir gar nicht. Wie lautet die korrekte Antwort auf diese Frage? Nichts. Wow, so falsch. Du hast keine einzige Frage richtig beantwortet. Du bist der zweitschlechteste Trivia-Spieler, den ich kenne. Er ist der erste wahrscheinlich, wa? Aber keine Sorge, du bekommst einen Trostpreis. Danke, dass du Forager spielst. Hoffentlich hast du Spaß. Hab ich. Das hab ich. Und eine weitere Mumpel. So, jetzt müsste ich alle Herzen eigentlich soweit voll haben, ne? Das müsste eigentlich soweit sein. Wir machen jetzt noch ein Lucky Lucky, was hier drin ist. Ach ja, ich verstehe. Im Grunde, glaube ich, ganz einfach. Wenn ich das so richtig betrachte, könnte man das so machen. Das dann so, dann sind die alle aktiviert. Ich muss mal kurz gucken. Dann habe ich das so gemacht, ne? Jetzt muss ich mal schauen, wenn die aktiviert, passiert das. Nee, warte mal. Oh, jetzt geht das los. Eine Stunde später. Es sind bloß noch die paar Dinger hier oben. Ich renne mal von A nach B die ganze Zeit, das ist echt. Ich bin in solchen Rätseln noch absolut. Überhaupt nicht gut. Na, jetzt hab ich's völlig zerstört eigentlich. Aber wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht. 2 Stunden später. 3 Stunden später. Ich kann so eine Scheiße durch. Ah. 6,5 Stunden später. Wieder sind wir in dieser. Oh Gott. 2000 Jahre später. Ich sag euch, ich hab keine Lust mehr. Gut, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.